Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 1, Wahl der Bundeskanzlerin. Der Bundespräsident hat mir mitgeteilt, gemäß Artikel 63 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland schlage ich dem Deutschen Bundestag vor, Frau Dr. Angela Merkel zur Bundeskanzlerin zu wählen. In Berlin ist der Deutsche Bundestag zusammengetreten, um Angela Merkel zur Kanzlerin zu wählen. Zum vierten Mal nach 2005, 2009 und 2013. Ich bitte jetzt um Aufmerksamkeit für einige Hinweise zum Wahlverfahren. Um gewählt zu werden, braucht Merkel die sogenannte Kanzlermehrheit, 355 Stimmen. Die Große Koalition aus CDU, CSU und SPD stellt 399 der 709 Bundestagsabgeordneten. Merkel hat also 44 Stimmen mehr, als die Kanzlermehrheit erfordert. Kontrollieren Sie, ob der Wahlausweis Ihren Namen trägt. Die Stimmkarte und den amtlichen Nach der Wahl wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Merkel im Schloss Bellevue zur Kanzlerin ernennen. Hier oben neben den Wahlkabinen. Danach leistet sie im Bundestag ihren Amtseid. Gekennzeichnet und dort in den Wahlumschlag gelegt haben, gehen Sie bitte zu den Wahlurnen hier vor dem Rednerpult.